Was ist los? Noch nicht auf? Wir sind doch nicht zu früh. Es ist nach 9. Die gute Margot ist unpünktlich. Haben Sie das schon mal erlebt? Nein, noch nie. Ich stell mir mal was vor. Die Gute ist gestern ausgewiesen, hat irgendwo und irgendwie einen wüsten Abend erlebt, getanzt und getrunken und liegt besinnungslos im Bett. Über eine halbe Stunde jetzt. Wetten? Die kommt einfach nicht zu sich. Wo wohnt sie denn? Sie wissen doch, wo sie wohnt. Ja, irgendwo in der Nähe. Sie waren doch schon mal da. War ich? Richtig, ich erinnere mich. Irgendso ein einfaches Mietshaus, stimmt das? Stimmt. Sie will nicht viel Geld ausgeben fürs Wohnen. Müssen wir jetzt nicht den Chef anrufen? Dann macht sie doch gleich fertig. Nur weil sie einen drauf gemacht hat und nicht hochkommt. Gehst du nicht in dein Apparat? Weil ich will, dass du rangehst. Ja, gut. Linda? Ja, aber es ist doch schon 10 Uhr. Hat denn sonst niemand einen Schlüssel? Ja, dann muss jemand hingehen und ihn holen. Wissen Sie, wo sie wohnt? Ja, dann gehen Sie hin oder fahren Sie hin, nehmen Sie ein Taxi. Und Fräulein Glogau soll sich sofort bei mir melden. Und wenn ja was passiert ist? Ist sie der Typ, dem was passiert? Was meinen Sie? Ich weiß nur, dass mir das plötzlich unheimlich vorkommt. Das Radio läuft. Geht doch nicht weg und lässt das Radio laufen. Macht sie nicht auf? Nein, sie ist nicht ins Geschäft gekommen. Ich soll die Schlüssel holen. Ja. Junge Frau, braucht ihren Schlaf. Unser einer nicht. Ich schlafe fast gar nicht. Das macht mir nichts aus. Das Radio spielt. Das habe ich die ganze Nacht gehört. Vielleicht müssen Sie die Tür öffnen lassen. Sie lassen die Tür öffnen. Hat sich nicht gemeldet. Aber was ist denn passiert? Eine Wunde am Hinterkopf, Schädelverletzung, wahrscheinlich Schädelbasisbruch. Stefan? Hm? Kommst du mal bitte. Ich meine, die ist doch nicht im Bett erschlagen worden, oder? Nein, der Täter hat sie erschlagen und dann aufs Bett gelegt. Liegt da wie aufgebahrt. Bildhübsch. So. Wer ist sie? Also sie heißt Margot Glogau, 23, Angestellte in einem Modegeschäft. Die Wohnungstür? Die war zu, der Schlüssel steckte von innen. Wahrscheinlich hat sie selber den Täter reingelassen.
Tot? Erschlagen. Soweit ich das mitbekommen habe. Die Kriminalpolizei ist noch drin. Erschlagen? Von wem? Hat man schon irgendwelche Vermutung? Keine Ahnung. Herr, Sie müssen doch irgendwas gehört haben. Welche Überlegungen werden denn da angestellt? Ich weiß es wirklich nicht. Kann man da rein? Ich glaube, die warten auf Sie. Was für ein furchtbares Unglück. So habe ich den auch noch nicht gesehen. Mein Name ist Linda. Ich bin der Inhaber des Geschäftes, in dem Fräulein Glogau gearbeitet hat. Mhm. Ich bin erschüttert. Ich bin außer mir. Wir hatten eine besondere Beziehung zu ihr. Es war nicht die einer gewöhnlichen Verkäuferin zu ihrem Chef. Sie war öfter bei uns eingeladen, weil sie war ein intelligentes Mädchen, mit dem man reden konnte. Und sie hatte einen bezaubernden Charme. Das kann Ihnen jeder bestätigen. Sie war ungeheuer beliebt bei der ganzen Kundschaft. Ist sie vergewaltigt worden? Was? Ach, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Naja, übrigens ergibt es ja die ärztliche Untersuchung, der Obduktionsbefund. Haben Sie schon irgendwelche Feststellungen getroffen, was den Täter betrifft? Nein, noch nicht. Und der Zeitpunkt des Todes? Ja, das war gestern Abend. Ja, die Leichenstarre ist schon eingetreten. Leichenstarre? Mein Gott, was für ein Wort. Wenn Sie das Mädchen gekannt hätten, diese Lebendigkeit, diese besondere innere Lebendigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie sich was darunter vorstellen können. Kann ich mal telefonieren? Wen wollen Sie anrufen? Entschuldigen Sie bitte. Meinen Sohn Berthold. Der ist gestern Nachmittag ins Gebirge gefahren. Aha. Nach Lenggries. Mhm. Wir haben dort eine Ferienwohnung. Der Junge hat das Mädchen, die Margot, sehr gern gehabt. Also verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sie war nicht seine Freundin. Er war nur gut bekannt mit ihr. Sie sind hin und wieder mal ausgewiesen. Und ich sagte ja schon, Sie hatte einen bezaubernden Charme, so eine innere Fröhlichkeit. Und die hat auf meinen Sohn immer großen Eindruck gemacht. Ja. Ach so, Sie wollen Ihren Sohn jetzt anrufen? Ja, wenn Sie erlauben. Ja, natürlich, telefonieren Sie nur, bitte. Ach, das hat nichts zu bedeuten. Es sind nur Fingerabdrücke genommen worden. Ach, ich verstehe. Ich weiß nicht, warum er sich nicht meldet. Wartet er auf Ihren Anruf? Nein, er ist sicher unterwegs. Was macht er denn? Ich meine, beruflich. Er ist Modezeichner. Er zieht sich manchmal zurück nach Lenggries, um dort in Ruhe arbeiten zu können. Na, im Moment arbeitet er wohl nicht. Wie meinen Sie? Ja, weil Sie nicht erreichen. Ja, ich werde es zu Hause noch mal versuchen. Ich werde ihn furchtbar mitnehmen, da bin ich ganz sicher. Wollen Sie die Tote sehen? Nein. Wissen Sie,
Gewissen Eindrücken bin ich nicht gewachsen. Kommen Sie. Ich kann das nicht ertragen. So, ich bin fertig. Gehen wir? Ja, Moment noch. Was ist mit den Hausbewohnern? Der keiner, der eine Aussage machen konnte. Ja, der Nachbar hier. Das ist ein Busfahrer, der ist im Dienst. Den müssen wir noch verhören. Na ja. So, das hätten wir. Gut. Ich habe sie gesehen. Warum? Musstest du das? Der Polizeibeamte bestand darauf. Ich konnte mich nicht wehren. Er sagte, kommen Sie. Entsetzlich. Hast du den Jungen angerufen? Er hat nicht abgehoben. Warum denn nicht? Wir haben doch gesagt, wir rufen ihn sofort an. Ich sagte schon, er hat nicht abgehoben. Warum denn nicht? Das weiß ich nicht. Der Kriminalbeamte hat sich seine Adresse und seine Telefonnummer geben lassen. Das ist nicht gut. Wenn der Polizist nun selbst anruft. Ja, wie soll ich denn das verhindern? Moment bitte. Herr Linder? Berthold Linder? Was sagen Sie da? Das glaube ich nicht. Ich kann das nicht glauben. Bitte geben Sie mir Ihre Nummer, damit ich zurückrufen kann. Er will zurückrufen, sich vergewissern, wer wir sind. Zurückrufen? Was soll denn das? Vielleicht wieder Zeit gewinnen. Ja. Ja, und hier ist die Mordkommission. Moment bitte. Da ist er wieder. Derek, Herr Linder? Ist das wirklich wahr? Wer hat sie gefunden? Wie sieht sie aus? Kennen Sie die Wohnung von Margot Kluger? Ja. Waren Sie mal da? Waren Sie öfter da? Ja. Na, dann kennen Sie sicher auch das gerahmte Foto von ihr, das im Wohnzimmer steht. Ja, was ist damit? Es steht jetzt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Ich habe es mitgenommen. Warum haben Sie es mitgenommen? Herr Linder, ich muss Ihren Mörder finden. Das Bild könnte mir dabei helfen. Nur, so wie auf dem Foto, sieht sie jetzt nicht mehr aus. Hören Sie mich? Sind Sie noch da? Ja. Ich nehme an, dass Sie mich sehen wollen. Hat man Ihnen erzählt, dass ich mit Margot befreundet war? Naja, das hat man mir erzählt. Und Sie haben recht, ich will Sie sehen, so bald wie möglich. Ja, ich komme. Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Eben war noch besetzt. Und jetzt meldet er sich nicht. Verhalten wir uns richtig? Weißt du, wie wir uns anders verhalten sollen?
Der Junge ist also in Lenggries. Aber das ist der Polizei bekannt. Sehr gut. Und hast du ihn angerufen? Ja, natürlich habe ich ihn angerufen, aber er hat sich nicht gemeldet. Was? Ja, warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Wir hatten verabredet, der Junge wird in Gegenwart der Polizei angerufen. Du sagst sofort so und so war die Sache. Der Junge ist mit ihr bekannt, von mir aus auch befreundet gewesen. Nicht, dass die das erst rauskriegen. Er hat sich nicht gemeldet. Mein Gott, wenn er in der Krise ist, hätte er sich doch melden müssen. Er hat nicht abgehoben. Tag, Agnes, machst du mir bitte einen Kaffee? Die Polizei muss den Eindruck haben, dass ihr nichts verschwiegen wird. Wie ist denn die Nummer von Lenggries? Ich hab's gerade noch mal versucht. Es meldet sich niemand. Der Junge muss sich richtig verhalten. Davon hängt jetzt alles ab. Kann ich mal telefonieren? Ja, ja, freilich draußen. Wo bist du? Die Polizei hat mich angerufen. Ich muss ins Präsidium. Was ist bei euch inzwischen passiert? Geh mal her. Berthold, hier ist Harald. Warum hast du dich nicht an die Verabredung gehalten? Du wusstest, dass du angerufen wirst. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich konnte nicht. Auf einmal konnte ich nicht. Ich hätte alles falsch gemacht. Das müsst ihr mir glauben. Es war einfach besser, dass ich mich nicht gleich gemeldet habe. Nein, es war nicht besser. Die Polizei hat dich angerufen, ja? Sie wollen mich sofort sehen. Gut. Hör zu, du machst deine Aussage, wie wir es besprochen haben. Hast du mich verstanden? Ob du mich verstanden hast? Legt auf. Legt einfach auf. Was ist los mit ihm? Es kann ihm gar nichts passieren. Wenn er nur tut, was wir ihm gesagt haben. Eine unangenehme Sache. Ist bei Ihnen der Lehrling Hans Flohbau? Ja. Die Kriminalpolizei hat angerufen. Seine Schwester in München ist ermordet worden. Um Gottes Willen. Er soll sofort nach München kommen. Sagen Sie es ihm. Ja, natürlich. Nach München soll er? Ins Polizeipräsidium. Wissen Sie, dass das ganz entsetzlich ist? Er hat nur diese Schwester. Und er ist mir einer der liebsten Jungen hier. Ja, er ist unterwegs. Hören Sie, ehe Sie mit dem Jungen sprechen, sollten Sie etwas wissen. Es ist der beste Junge, den ich seit Jahren gehabt habe. Ruhig, fleißig und intelligent. Er ist so, wie man sich Söhne wünscht. Tun Sie ihm nicht weh. Seine Schwester bedeutete ihm alles. Ich will Ihnen keine Ratschläge geben. Entschuldigen Sie bitte, aber mir ist es nicht. Nein, nein, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Das, was Sie gesagt haben, es war sehr wichtig. Danke. Ah, da ist er. Gott sei Dank, dass wir dich noch abgefangen haben. Na komm, was ist? Willst du nicht aussteigen? Na? Alles in Ordnung? Hast du getrunken? Schnaps im Gasthaus. Ich musste was trinken. Herrgott, noch mal, Jung! Hör zu, du musst einen völlig normalen Eindruck machen. Das ist wichtig. Gut, dass du verstört bist, das ist ja wohl klar, das wird auch jeder verstehen. Du warst ja mit ihr befreundet, aber du warst nicht zu sehr befreundet. Merkt ihr das ja? Die Einladungen zu euch nach Hause waren nicht privat. Das Private wollen wir überhaupt rauslassen. Sie war eine Angestellte in einem eurer Läden und die Angestellten wurden turnusmäßig reihum zu euch nach Hause eingeladen. So war das. Na, nun, mach's gut. Los.
Ja, bitte. Guten Tag, ich bin Berthold Linder. Sie haben mich gebeten, Sie aufzusuchen. Guten Tag, Herr Linder. Kommen Sie, setzen Sie sich. Es ist nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Haben Sie das Mädchen getötet? Margot. Nein. Nein. Bitte setzen Sie sich wieder. Warum sind Sie so aufgeregt? Wenn Sie mir solch eine Frage stellen. Sie waren doch mit ihr befreundet. Wie sehr eigentlich? Nicht sehr. Unsere Beziehung, na, Beziehung ist falsch, unsere Bekanntschaft hatte rein berufliche Gründe. Sie war eine sehr gute, sehr tüchtige Angestellte und ich hatte mit ihr zu tun, weil ich entwerf ja die Kleider, die sie verkaufen musste. Und da gab es natürlich ständig Kontakte, rein beruflicher Art. Ja, aber Sie sind doch schon mal mit ihr ausgegangen, nicht wahr? Ihr Vater sagt es. Mein Vater? Ja, ja, das ergab sich manchmal. Wenn wir lange zusammen gearbeitet hatten, dann, ja, dann fühlte ich mich verpflichtet. Verpflichtet, sie auszuführen. Wie oft sind Sie mit Fräulein Gloger ausgegangen? Wie oft? Einmal in der Woche? Oder jeden Tag? Nein, nein, nicht jeden Tag. Es war also keine persönliche Beziehung. Ich meine, sowas könnte sich ja ergeben, wenn man zusammenarbeitet. Ich meine, das wäre nicht ungewöhnlich. Eine persönliche Beziehung? Wollen Sie wissen, was ich darunter verstehe? Ja. Ja, was verstehen Sie darunter? Intime Kontakte. Zum Beispiel? Nein. Nein! Sei nicht so nervös. Er muss sich bewähren, auch in extremen Situationen. Wann sind Sie gestern nach Lenggries gefahren? So gegen 6 Uhr. Haben Sie gestern Fräulein Klogau gesehen? Ja, ich fuhr noch am Geschäft vorbei. Die machen ja zu um 6. Ich habe da was abgegeben zur Weitergabe an die Näherinnen. Ja, und dann habe ich sie nach Hause gebracht. Dort abgesetzt und bin gleich weiter. Wann waren Sie in Lenggries? Eine Stunde später. Also um 7. Geben wir noch ein bisschen was dazu, 7:30. Ja? Ja, da war ich in Lenggries im Haus. Kann das irgendjemand bezeugen? Ich weiß nicht. Der hat Sie niemand gesehen um 7:30? Ja, keine Ahnung, im Haus ist ja niemand. Ich habe aufgeschlossen und bin reingegangen. Schon 2 Stunden. Ja, na und? Wenn es 5 Stunden dauert. Kann ihm gar nichts passieren. So, Sie können gehen. Sie müssen nur noch das Protokoll unterschreiben. Wo? Hier. Sie wissen ja, dass eine Falschaussage Folgen haben kann. Darf ich jetzt gehen? Ja, gehen Sie. Ach, Moment. Ihre persönliche Meinung über das Mädchen, wie war sie? Na, überlegen Sie sich lange. Ein Wort nur. Sie war außergewöhnlich. Hans Kloger. Ja, Sie wissen, was passiert ist. Ja.
Der Meister hat es mir gesagt. Aber er wusste nichts Genaues. Nur, dass sie tot ist. Dass man sie ermordet hat. Aber ich weiß nicht, wo und wie. Und warum. Wie alt sind Sie? 17. Ihre Schwester ist in ihrer Wohnung im Schlafzimmer mit einer Kopfverletzung tot aufgefunden worden. Die Polizei wird dich noch nicht in Ruhe lassen. Damit müssen wir rechnen. Äußerste Vorsicht in allem, was wir tun, was wir sagen. Glaub mir, noch haben wir es nicht geschafft. Ja, sie hat mir Briefe geschrieben. Und wir haben sehr oft miteinander telefoniert. Fast jeden zweiten Tag. Naja, dann hatten Sie ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ja. Ich hatte doch sonst niemanden. Und Ihre Schwester, wen hatte sie? Sie hatte einen sehr guten Freund, Bertolt Linder. Sie sagte, dass sie ihn sehr nett fände. Er ist der Sohn von ihrem Chef. Mit dem sie sehr eng befreundet war? Das weiß ich nicht. Darüber hat sie nichts gesagt. Nur, dass er sehr sympathisch ist. Was sagt er denn dazu? Er war gerade hier. Er war gestern Abend zur Tatzeit in Lengries. Sagt er, wird noch überprüft. Ja, glauben Sie ihm denn nicht? Zunächst einmal ziehen wir jede Aussage in Zweifel. Das ist ein bisschen ekelhaft, nicht? Aber es ist leider unsere Pflicht. Ja, ich nehme an, Sie werden ein paar Tage hier bleiben. Wissen Sie schon, wo Sie wohnen werden? Nein. Ja, Sie könnten in der Wohnung Ihrer Schwester wohnen, wir haben den Schlüssel. Oder wollen Sie lieber ins Hotel? Ich habe ja kein Geld. Ich nehme schon die Wohnung. Ja, na ja, gut. Dann bringen wir Sie hin, ja? Okay? Warum haben Sie das Bild auf dem Schreibtisch? Hm? Oh, ja, nun, steht man mal da, nicht? Aber ich gebe es wieder zurück. So, bitte. Danke. Verzeihen Sie bitte. Sie sind der Nachbar von Frau Glogau. Sie wissen, was hier passiert ist. Ja. Jemand hat mir gesagt, sie ist umgebracht worden. Ja, gestern Abend. Waren Sie gestern Abend zu Hause? Ja. Na fein. Ich komme gleich mal zu Ihnen. Ich bin von der Mordkommission. Ja. Wie Sie wollen. Hm. Falls Sie sich hier in der Wohnung nicht wohlfühlen, Hans, ich könnte das verstehen. Wir können Sie jederzeit woanders unterbringen, ja? Nein, nein. Ich schaffe das schon. Gut. Darf ich da reinschauen? Natürlich. Ich werde hier schlafen. Gut. Wenn ich Sie besucht habe, habe ich immer hier geschlafen. Auf der Couch. Darf ich mal telefonieren? Mit wem wollen Sie telefonieren? Haben Sie seine Nummer? Ja, welche Nummer denn? Die von Bertolt. Bertolt wird verlangt. Von wem denn? Ich weiß es nicht. Mein Gott, dann frag doch. Hallo, wer ist denn da? Aha. Ja, ich bin Harald Linder. Nein, 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 nein. Ich bin ganz zufällig hier im Hause meines Bruders. Ach, meinen Neffen wollen Sie sprechen? Ja, ich glaube, er ist im Haus. Warten Sie einen Moment, ich lasse ihn holen. Verzeihen Sie, darf ich fragen, worum es sich handelt? Aha, aha. Die
Polizei ist das nochmal? Ich denke, du hast deine Aussage gemacht. Hast du eine Ahnung, was die noch von dir wollen? Nein. Dann komm her. Und ganz ruhig bleiben. Klar? Hören Sie? Ja, einen Moment, er ist jetzt da. Ja? Berthold? Hier ist Hans. Was ist denn? Es ist Ihr Bruder. Dagim, du bist entsetzt. Ganz erschüttert. Und wenn er mich sehen will? Nicht heute. Nicht jetzt. Was ist denn? Jemand hält den Hörer zu. Ja? Berthold. Hans, ich bin ganz erschüttert. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mir zumute ist. Seitdem ich das erfahren habe, bin ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was war denn das für eine Vorstellung? Er sagt, er sei zu erschüttert. Er brächte kein Wort heraus. Hat aufgelegt. Nein. Sie kennen also Berthold Linde? Ja. Ich war manchmal dabei, wenn Sie zusammen ausgegangen sind. Sagen Sie mir mal Ihre Meinung. Könnte er der Mörder sein? Es könnte einen Streit zwischen den beiden gegeben haben. Vielleicht wollte sich Ihre Schwester von ihm trennen. Schauen Sie, es gibt so viele Gründe für eine solche Tat. Vielleicht Jähzorn. Ich werde mit ihm sprechen. Morgen, oder? Irgendwann. Wie findest du den Jungen? Na ja, macht einen guten Eindruck. Wie sagt er sein Meister? Er ist so, wie man sich Söhne wünscht. Können wir hereinkommen, Herr Suslow? Ich mache mir ja gerade mein Essen. Wir belästigen Sie nicht lange. Danke. Das junge Mädchen wurde gestern Abend zwischen 6 und 8 Uhr ermordet. Waren Sie zu diesem Zeitpunkt zu Hause? Herr Suslow. Wissen Sie was, Sie stören mich. Soll ich vielleicht die Kartoffeln anbrennen lassen? Nee, das sollen Sie nicht. Kommen Sie her, ich mache das für Sie. Das wäre ja was. Was haben Sie gefragt? Ob Sie gestern Abend zwischen 6 und 8 zu Hause waren? Ja, Sie haben ja gesehen, wann ich nach Hause komme. Jeden Tag um dieselbe Zeit. 5:30. Na okay, dann waren Sie gestern Abend ja auch zwischen 6 und 8 Uhr zu Hause. Ja, weil ich mir dann mein Essen mache. Und zum gleichen Zeitpunkt ist hier nebenan nur getrennt durch diese Wand ein Mord passiert. Was ist? Haben Sie etwas gehört? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Herr Suslow, bitte denken Sie jetzt einmal nach. Überlegen Sie, Sie könnten uns helfen, einen Mord zu klären. Ja, also, wenn Sie mich schon stören, dann muss ich irgendwo einen Teller sagen. Jawohl. Ja, so. Also, Sie wollen wissen, was ich gehört habe. Musik. Ganzen Abend Musik. Ganze Nacht Musik. Sind das für Wahnsinnige, die die ganze Nacht das Radio laufen? So, Musik, wieso die ganze Nacht? War das nicht ungewöhnlich? Da ist ja niemand, der Rücksicht nimmt. Sie nehmen ja auch keine. Sie sehen, dass ich essen will und stellen mir Fragen. Was ist denn mit dem Teller? Bitte sehr. Mit Gabel. Also, Sie haben Musik gehört, ja. Haben Sie auch Stimmen gehört? Ich habe keine Stimmen gehört. Wenn ich darauf hören sollte, im ganzen Haus gibt es Stimmen.
Noch was? Sie wohnen Tür an Tür mit einem jungen Mädchen, das ermordet wurde. Kümmert Sie nicht, was? Kümmert Sie überhaupt nicht? Ich kümmere mich um niemanden. Um mich kümmert sich auch niemand. So, jetzt lassen Sie mich bitte essen. In Ihrem Küchenschrank liegen ein paar tausend Markscheine. 5 genau. Ach nee. Das ist aber eine Menge Geld. Was haben Sie? Haben Sie da so los im Küchenschrank? Jetzt lassen Sie mich bitte zufrieden, ja. Ist das zu viel verlangt? Bertolt, komm herüber. Die Polizei ist da. Was wollen die denn schon wieder? Das weiß ich nicht. Wie fühlst du dich? Kann ich nicht hierbleiben? Bertolt, was soll ich denen denn sagen? Jetzt. Sag ihnen, ich bin müde, ich bin krank. Du bist einfach, du kommst jetzt mit. Du, ich kann das nicht, du verlangst zu viel. Reiß dich zusammen. Bitte. Daniel. Guten Abend. Ah, guten Abend. Ich bin Harald Linder, der Bruder des Hausherrn. Ah, ja. Agnes, vielleicht wollen die Herren etwas trinken. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Oh nein, das ist nicht nötig, danke sehr. Nein, ich verstehe. Ich wusste ja nicht, wie dienstlich Sie hier sind. Sehr dienstlich. Privat kennen wir ja kaum jemanden hier. Ja, natürlich, bitte nehmen Sie das. Danke sehr. Darf ich fragen, was für einen Beruf Sie haben? Ich bin Verleger. Ach ja, welches Gebiet? Kunstverlag. Ja, Sie haben ja sicher von dem Mordfall gehört. Ja, natürlich. War ja eine Angestellte meines Bruders. Wie heißt sie denn noch? Margot Glogau. Ja, richtig, richtig. Reizendes Mädchen. Attraktiv, selbstbewusst, untüchtig. Habe ich recht? Ja. Reizendes Mädchen, attraktiv, selbstbewusst, tüchtig. Mhm. Aber den Namen haben Sie vergessen. Wir haben ein paar Fragen an Ihren Neffen. Kommt er nicht her? Guten Abend. Oh, guten Abend. Ah ja. Haben Sie schon geschlafen? Nein, ich habe mich nur ein bisschen hingelegt. Die Ereignisse haben Sie mitgenommen? Ja, ja, das verstehe ich sehr gut. Übrigens, schönen Gruß von Hans Glogau. Von ihm haben wir erfahren, dass Sie eigentlich recht eng befreundet waren mit Margot Glogau. Ja. Eine herzliche, intensive Freundschaft, meinte er. Ja, ja. Was heißt das? Sie wissen, ich kenne das Mädchen. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich für einen Eindruck hatte. Sie war attraktiv, zugegeben. Aber sie wusste auch, dass sie es war. Und sie hat diese Attraktivität ganz bewusst ins rechte Licht gesetzt. Sage ich da was Falsches? Nein, nein, nein. Agnes. Nein. Robert, du selbst hast mal gesagt, das Mädchen hatte eine Art, die jeden hinreißt, auch die Kunden. Das Mädchen hat Kasse gemacht. Von allen Filialen hatte sie die besten Umsätze. Was wollen Sie eigentlich damit sagen? Ja, Sie gehen doch hier auf meinen Neffen los. Ich will damit nur sagen, das Mädchen war imstande, noch ganz anderen Leuten den Kopf zu verdrehen. Das sollten Sie nicht außer Acht lassen. Wir werden versuchen, nichts außer Acht zu lassen. Wie konnten Sie bloß Ihren Namen vergessen? Naja, das kommt ja vor. Gut, das wär's, danke. Ach, Moment, weswegen wir gekommen sind. Hans Glogau möchte Sie unbedingt sehen, wir übrigens auch. Es geht noch um die genauen Zeiten. Wann Sie Margot Glogau nach Hause gebracht haben, ob Sie dann wirklich gleich weitergefahren sind und wann Sie in Lenkries angekommen sind. Na, die Ermittlungen sind ja noch im Gange, nicht? Morgen? Ja, morgen früh? 9 Uhr. Danke. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Linde. Nein, sie betrifft nicht Ihren Bruder. Ich meine Ihren Sohn. Was für ein Mensch ist er? Er ist ein guter Junge. Zu keiner bösen Tat fähig. Mhm. Gute Nacht. Zu keiner bösen Tat fähig. Jeder ist seiner bösen Tat fähig. Es kommt nur auf die Situation an. Ja, da hast du vollkommen recht. Nur haben wir die entsprechende Situation noch nicht. Die wollen die Zeiten noch mal überprüfen. Was heißt denn das? Ich denke, die haben das akzeptiert. Wieso kommen die jetzt plötzlich damit? Bertolt, hat dich irgendjemand gesehen, außer dem Nachbarn? Ich weiß nicht. In dem Haus ist doch immer Betrieb. Ja, ich habe da nicht drauf geachtet.
Wir haben dem Mann 5000 Mark gegeben. Hat er vielleicht trotzdem geredet? Berthold, wo willst du hin? Lass den Jungen in Ruhe. Guten Tag. Kommen Sie nur herein. Ach, Herr, für meinen Fall, machst du bitte hier weiter. Kommen Sie. Lassen Sie mich bitte allein. Bitte. Die Beziehung zwischen Berthold Linder und Margot war also sehr freundschaftlich. Ja, sie haben andauernd miteinander telefoniert. Sie haben sie in der Mittagspause getroffen und abends hat er sie abgeholt. Sie haben also aus ihrer Zuneigung kein Geheimnis gemacht? Nein, also wie ich finde, nein, überhaupt nicht. Ja, das kann man wohl sagen. Sie hat es an sich. Ja, was hatte sie an sich? Naja, die Art, die sie hatte. Und was war das für eine Art? Naja, sie lachte halt jeden an. Man hatte das Gefühl, als sei das was Besonderes. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Sie gab einem immer das Gefühl, als wolle sie was von einem. Hatten Sie auch das Gefühl? Naja, das war das Komische. Ich wusste es nicht genau, weil da ja der Berthold war. Aber manchmal dachte ich schon, dass ich da vielleicht Chancen hätte. Vorgestern Abend hat Berthold Linder Margot abgeholt, wie üblich. Waren Sie da beide noch im Geschäft? Ja, wir sind zusammen rausgegangen. Wurde davon gesprochen oder haben Sie es irgendwie mitbekommen, dass er nach Lenggries fährt? Ich habe davon nichts gehört, nein. Margot hat er eingekauft, weil sie wollten zusammen zu Abend essen. Also, ich habe nichts gehört. Also kein Wort von Lenggries? Also darüber wäre ich informiert, weil er dann immer später ins Geschäft kommen ist. Stimmt's? Stimmt. Worüber haben Sie sich unterhalten? Hören Sie, Herr Linder, Sie sind gerade stark belastet worden. Herr Dawson und Fräulein Becker haben ausgesagt, dass Sie vorgestern Abend auf keinen Fall die Absicht hatten, nach Lenggries zu fahren. Ganz im Gegenteil, Margot hat er eingekauft und wollte mit Ihnen in Ihrer Wohnung zu Abend essen. Ja, wir hatten eigentlich die Absicht, wir wollten zu Abend essen. Aber dann dachte ich, dass ich doch nicht zu spät in Lenggries sein sollte. Ich habe ihr noch geholfen, die Einkäufe raufzutragen in die Wohnung. Dann habe ich mich gleich auf den Weg gemacht. So, so. Wir haben aber in Lenggries recherchiert.
In Ihrem Haus wurde Licht gesehen, aber weit nach Mitternacht. Wenn man die Vorhänge zuzieht, sieht man kein Licht. Haben Sie sie nach Mitternacht wieder geöffnet? Herr Gloger, bitte kommen Sie mal mit. Kommen Sie. Na, kommen Sie. Also, Hans, worüber haben Sie miteinander gesprochen? Über nichts Besonderes. Ach so, Sie wollen mir nicht helfen. Warum nicht? Stefan, wer sind wir nun gekommen? Ich glaube, wir stehen gar nicht so schlecht da. Zu freundlich zu den Leuten. Was hat sie an sich, Harry? Sie hat was Verführerisches. Was man natürlich missverstehen kann. Das war immer schon gefährlich. Sie sollen uns nur eines erklären, Herr Suslow. Woher stammen die 5000 Markscheine in Ihrem Schrank? Wir lassen Sie sofort in Ruhe, wenn Sie uns eine Erklärung geben. Die glaubhaft ist. Aber das muss sie sein. Bleiben Sie. Setzen Sie sich. Sie sollen sich hinsetzen. Wenn es Ihr Geld ist und wenn Sie es von Ihrem Konto abgehoben haben, dann lässt sich das nachweisen. Ich meine, das ist die leichteste Sache der Welt. Und wissen Sie, was ich gesagt habe? Behalten Sie Ihr Scheißgeld. Interessiert mich nicht. Mich interessiert überhaupt nichts. Schon gar nicht, was in diesem Haus passiert oder in dieser Wohnung nebenan. Ist mir alles völlig gleichgültig. Wer hat Ihnen das Geld gegeben? Ich habe den nicht nach seinem Namen gefragt. Ach so, ein Mann also. Und wofür haben Sie das Geld bekommen? Dafür, dass ich keine Fragen beantworte. Was haben Sie gesehen, Herr Suslow? Was ich gesehen habe? Dass sie Besuch gehabt hat. Dass sie zwei Männer mit in ihre Wohnung genommen hat. Dass die alle drei sehr fidel waren. Nach den Nachrichten im Fernsehen habe ich meinen Müll runtergebracht. Da kam der junge Mann aus der Nebenwohnung. Herr Suslow! Wissen Sie, wo noch ein Geschäft offen ist, wo man Wein kaufen kann? Ich sagte, jetzt Wein? Nach Sie? Da müssen Sie schon eine Kneipe suchen. Nachts um 11:30 holt mich jemand aus dem Bett. Zeigt mir eine Menge Geld, dass ich nicht sagen soll, dass ich niemanden gesehen habe. Jetzt wissen wir ja endlich, was passiert ist. Ja, die waren nicht zu zweit in der Wohnung, sondern zu dritt. Der Onkel war dabei. Bertolt Linder ist nochmal weggegangen, um Wein zu holen. Der Onkel blieb da. Wir haben den Täter, Stefan. Herr Linder, es liegt uns eine klare Aussage vom Nachbarn von Fräulein Glogau vor, Herrn Suslow. Dass Sie ihm 5000 Mark gegeben haben, um sein Schweigen zu erkaufen. Ich wusste es. Ich wusste, das konnte nicht gut gehen. Sag es. Sag alles. Es hat keinen Sinn, Ausflüchte zu machen. Wissen Sie, was wir seit zwei Tagen durchmachen? Der Suslow hat es also gesagt. Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass Ihr Sohn und dass Ihr Bruder, dass Sie beide gemeinsam in der Wohnung des Mädchens waren. Und dass Ihr Sohn noch einmal weggegangen ist, um Wein zu besorgen. Und als er zurückkam, fand er eine Tote vor. Mhm. Ich muss versuchen, das zu erklären.
Wissen Sie, das hängt mit der Art zusammen, die Margot hatte. Ich sagte ja, sie hatte einen ungewöhnlichen Charme. Sie war freundlich mit allen Menschen, aber das konnte man natürlich auch missverstehen. Und mein Bruder hat das missverstanden, als er mit ihr allein war. Er hat es mir selbst gesagt. Wenn man sich so benimmt wie dieses Mädchen, dann ist das nicht misszuverstehen. Dann weiß man doch, die will was von einem. Ich schwöre euch, das war nicht misszuverstehen. Ich bin doch nicht neu in diesem Leben. Als sie dann noch sagte, ich habe keinen Wein, Berthold, holst du einen? Da habe ich gedacht, die schickt ihn weg. Die will mit dir allein sein. Und du bist ja auch sofort losgelaufen, nicht? Na gut, schön, ich habe natürlich versucht, sie zu küssen, aber da wehrte sie sich. Da habe ich immer noch gedacht, ach, die will das so. Und als sie sich immer heftiger wehrte, habe ich auch noch gedacht, mein Gott, ist die wahnsinnig. Und irgendwie habe ich sie dann wohl gestoßen. Jedenfalls stürzte sie und fiel mit dem Kopf auf den Knauf. Naja, auf den Knauf von ihrem Bettgestell. Und da war sie weg. Von einer Sekunde auf die andere war sie weg. Ich habe noch gesagt, mein Gott, jetzt hört sie auf mit dem Theater. Ja. Aber sie war tot. Ja, mein Gott, das kann man doch nicht Mord nennen. Was tun wir jetzt? Wir müssen jetzt genau überlegen, was wir tun. Berthold. Robert. Agnes. Wie kommen wir da raus? Darum geht es jetzt. Du hilfst mir doch. Oder willst du mich ans Messer liefern? Lass den Jungen in Ruhe. Sag was, damit ich weiß, woran ich mit dir bin. Woran bin ich mit dir? Schickt er mich ins Gefängnis, ja? Nein, nein. Aber die Frage ist ja wirklich, wie kommen wir da wieder raus? Hat euch jemand gesehen? Ja, aber das machen wir mit Geld. Der hält den Mund. Du hast ja wohl Bargeld im Haus. Jeder weiß doch, dass Berthold und Margot befreundet sind. Dass er oft in ihrer Wohnung ist. Sie werden Berthold sofort verdächtigen. Er war gar nicht da. Er hat sie nach Hause gebracht und ist sofort weitergefahren. Nach Lenggries. Ja, so machen wir es. Hör zu. Du fährst sofort nach Lenggries. Jetzt gleich. Wir werden genau festlegen, was du sagst. Wir kommen da alle raus, wenn wir nur nicht die Nerven verlieren und uns genau an das halten, was wir verabredet haben. Berthold, was ist los mit dir? Kann ich mich auf dich verlassen? Du Schwein. Berthold. Ich hab dir gesagt, es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. Aber ich kann es doch nicht. Bitte hilf mir. Wir werden es versuchen. Berthold ist ein guter Junge. Er ist immer ein guter Junge gewesen. Er hat immer getan, was man von ihm verlangte. Er wollte helfen. So gut er konnte. Ja, verstehe. Wo ist der Sohn eigentlich? Er ist ja nicht bei Ihnen. Ja, bei uns ist er längst weg. Zusammen mit Hans Klogau. Längst weg? Ja, hat er sich nicht gemeldet bei Ihnen? Nein. Wo ist der Bruder? Um diese Zeit? In seinem Verlag. Wo ist sein Verlag? Waren Sie nicht schon mal hier? Ich kenne Sie doch. Herr Linder ist mein Onkel. Ja, jetzt weiß ich wieder. Er telefoniert gerade. Wollen Sie einen Moment warten? Nein, ich gebe gar nichts zu. Es ist sinnlos, Harald.
Sie wissen alles. Ja. Was ist? Ja? Was wollt ihr? Here.